Als wir Kinder waren, liebten wir es, neue Dinge auszuprobieren. Mit Begeisterung, Neugier, Enthusiasmus lernten wir die Welt kennen. Wir probierten Dinge aus, die uns Überwindung kosteten, bei denen wir Erfolg hatten, an denen wir zu scheitern drohten, standen vor Herausforderungen, die uns zittern ließen, saßen vor Tafeln, die uns zum Gähnen brachten. Doch war es nicht letztendlich das Ungezwungene, was uns am meisten prägte? Was wir freiwillig taten? Ja, auch das hier war freiwillig. Ich bin der Hannes und das ist mein Freund Jonas. Und wir machen hier mit. Ja, da ist das, glaube ich. Ja, ich habe mich auch entschieden dafür, weil sonst wäre es ja zu Hause langweilig. In der Schule haben wir das erfahren, dass hier was stattfindet. Eigentlich wäre es zu meinem Vater gegangen. Da hätten wir auch was unternommen, aber ich wollte erst mal sowas versuchen. Nicht, dass nächstes Jahr auch nicht mehr was sowas ist. Mein Name ist Franziska Paulin und ich bin seit Juni letzten Jahres Popularmusikbeauftragte fürs Land Brandenburg und betreibe sozusagen Lobbyarbeit und Netzwerkarbeit für die Popularmusikszene. Ja, mein Ziel war es, so ein bisschen im Bereich Nachwuchsförderung, im Bereich Popularmusik, auch Brandenburg mal wieder ein bisschen zu pushen und zu gucken, was wir da für Projekte irgendwie angehen können. Und da war Pop2Go als Bundesprojekt, bundesgefördertes Projekt von Kultur macht stark, eine super Gelegenheit. Und deswegen sitzen wir heute hier. Ich glaube, das hat auch starke Sozialhintergrundaspekte. Also die Kinder können sich kennenlernen, können sich gegenseitig supporten, können einfach sehr, sehr mit sehr professionellen Leuten hier irgendwie zusammenarbeiten und coole Ergebnisse auch erzielen. Und glaube ich, das hat auch viel mit Selbstbewusstsein zu tun, mal über den Tellerrand zu schauen und mal seine eigenen Stärken ein bisschen herauszukitzeln. Darf ich alles? Ich bin TJ und ich habe sozusagen die Ehre, die Kids hier im Hip-Hop-Dance zu unterrichten. Ich bin die Dana. Eigentlich komme ich ursprünglich aus der Sportakrobatik, habe das auch leistungssportmäßig mehrere Jahre gemacht und habe dann im Studium festgestellt, als ich meine Leistungssportkarriere beenden musste, dass ich eigentlich auf der Suche bin nach irgendwelchen Sportmöglichkeiten und bin dann über eine Freundin auf TJ gekommen und habe dann so entdeckt, dass ich Hip-Hop, obwohl das nicht so artverwandt ist mit dem, wo ich eigentlich herkomme, sehr viel Freude bereitet. Und ja, und bin jetzt einfach mitgekommen, um TJ ein bisschen zu unterstützen. Also mir gefällt es richtig gut, auch weil wir halt verschiedene Tänze lernen, zum Popping, Locking und zum House und noch viele mehr. Und ja, also man hat ja auch sehr viele neue Freunde gefunden und ja. Ja, mir gefällt es auch richtig gut. Zwar hat man Muskelkater, aber man kämpft einfach weiter, weil es halt so viel Spaß macht. Und ja, man hat auch ganz viele Freunde gefunden. Obwohl die wirklich noch nie in Berührung mit Hip-Hop gekommen sind, also Hip-Hop-Tanzen, nehmen die das gut an und setzen das super um. Und ich glaube, wenn ich jetzt noch ein halbes Jahr mit denen hätte, könnte ich mit denen noch viel mehr machen. Am Freitag, am Ende der Woche, wird präsentiert, was wir die ganze Woche ausgearbeitet haben. Und es gibt ja drei Workshops, es gibt ja den Beatbox, die Musikproduktion und uns als Tanzen. Und das wird alles zusammengewürfelt und dann sozusagen als eine gemeinsame Show performt. Und das ist so das Highlight der Woche. Da dürfen alle kommen zu gucken und ich bin gespannt. Ich bin sehr gespannt. Tanzen ist für mich Sport, das ist für mich auch ein Leistungssport, weil ich das natürlich anders ausübe. Aber
das stärkt ja auch, also man hat ja, das ist ja ein Team, Teamarbeit, ne? Und das stärkt die Koordination, das Gehirn auch für die Schule und ich hoffe, wir kriegen das hin, dass wir das irgendwie den Kindern ermöglichen, das weiterzumachen. My zone. I was just fucking the zone. Up in his gone. Used to be trying to get on. Now I'm like, fuck it, we on. Stuck in the zone. I just woke up on the lawn. I was just trying to get home. Also ich finde sie sehr sympathisch und sie versteht uns auch und mit ihr macht das richtig viel Spaß. Ich bin Musikproduzent und Dozent, also ich bringe auch anderen bei, wie man Musik produziert. Stopp mal, und dann mache ich Aufnahme und dann schließe ich los. Okay, und jetzt alle leise sein. Ja, ich bin in Paris geboren und aufgewachsen, dann habe ich in London gelebt lange, 20 Jahre, und dann bin ich 2011 nach Berlin gekommen. Macht unheimlich Spaß, mit diesen Kids zu arbeiten. Hat sehr Spaß gemacht, denen hier mal zu zeigen, so einen Einblick zu geben. Ne? Also in so einer Woche kriegt man jetzt auch nicht so viel hin, was sie dann vielleicht machen können, also was sie hier lernen können. Es war also mehr so ein Einblick in die ganzen Sachen wie Musikproduktion und auch ein bisschen DJen. Und ich glaube, die haben das sehr gut aufgenommen, hatten super viel Spaß dabei gehabt, was natürlich auch sehr wichtig ist bei sowas, dass man hier jetzt nicht irgendwie so ein, gerade weil wir ja in der Schule sind, wieder so das Gefühl hat, da sitzt ein Lehrer oder steht ein Lehrer und versucht uns hier irgendwie was beizubringen die ganze Zeit oder zu lehren. Ja, hat sehr Spaß gemacht. Ziel dieses Workshops finde ich, den Jugendlichen, die wo angeblich hier nicht so wirklich die Möglichkeit haben, sowas mal auszuprobieren, mal einen Einblick zu geben in alles das, was wir hier angeboten haben, zu dritt, ne? Also Tanz, Beatbox und Musikproduktion, dass sie ein bisschen was daraus gelernt haben, ne? Wie das geht, ein bisschen verstehen und auch vielleicht, wenn sie jetzt Musik hören, wie das jetzt bei uns Musikproduzenten auch ist, das auch ein bisschen so analysieren oder auch verstehen, was passiert da eigentlich? Was steckt da für eine Arbeit dahinter? Ne? Bevor man jetzt so ein komplettes Lied hat und hört und hören kann auf dem Radio oder als MP3 oder im Internet oder was auch immer. Da würde ich mal sagen, da lag für mich so ein bisschen das Ziel. Also ich wollte halt nicht die ganze Zeit vor der Xbox zocken zu Hause und auch mal rauskommen und was lernen. Dann habe ich das dann jetzt in der Zeitung gesehen, habe gesagt so, Musikproduktion interessiert mich, deswegen gehe ich da mal hin. Ja, mir gefällt es auch sehr, dass wir hier sehen, wie auch solche Musik entsteht. Ich finde die Leute dieser Workshops extrem vielseitig und witzig. Und einfach nur, weil ich auch extrem gerne viel Rap höre und viel Beatboxen auch in Verbindung stehe. Und deswegen habe ich mich auch dazu entschieden. Weltmeister 2015, Europameister 2013, mehrfacher deutscher Meister und Loopstation-Weltmeister. Ich bin Mando, ich leite den Rap- und Beatbox-Workshop. Was kann man hier erwarten? Ich glaube, man kann erwarten, dass ich mit meinen Mitteln versuche, Leute für Rhythmik und für Musik, für Rap, für Gesang zu öffnen, neugierig zu machen und dass sie vielleicht auch für ihren späteren Werdegang, Lebenslauf oder auch nur als Hobby da vielleicht für sich was finden und das auch weiterführen. Könnt ihr das nicht ein bisschen leiser machen? Beatboxen
macht auch sehr viel Spaß und man benötigt einfach nichts außer seinen Mund und einem einigermaßen klaren Verstand. Dann klappt das schon. Ich muss sagen, eine sehr tolle Gruppe zu haben, die sehr viele Sachen mit einbauen können. Und mein Ziel wird es sein, sowohl eigenständige Songs zu entwickeln, die halt wirklich komplett von Anfang bis Ende selbst gemacht haben und teilweise auch geschrieben haben. Und auf der anderen Seite auch so eine Art theatralen Spaß auf der Bühne zu entwickeln, dass man vielleicht dann einfach schon ein bisschen lockerer und entspannter an diese ganze Prüfsituation rangehen kann. So richtig gut hier, weil hier man kann man richtig viele Freunde hier finden und hier kann man manchmal abtauschen beim Hip-Hop oder DJ oder sowas. Das finde ich richtig gut. Thema Nachhaltigkeit, da haben wir uns natürlich auch schon im Vorfeld ein Stück weit Gedanken gemacht, weil es ist ja mal schön und gut, wenn man so ein Projekt macht, selbst wenn es jetzt doch schon eine Woche ist, was ja sehr zeitintensiv ist, ja, jeden Tag 8 Stunden, ist natürlich dann die Frage, ja, wie geht's weiter? Wir wollen natürlich nicht, dass es irgendwie verpufft, das Ganze. Der Wunsch ist auf jeden Fall da, dass das nächstes Jahr irgendwie nochmal passiert. Ob es so wieder Hip-Hop wird oder nicht, müssen wir schauen. Aber die Kids sind auf jeden Fall Feuer und Flamme und die wollen, die brennen für die Sache hier. Das ist echt Wahnsinn. Man muss auch dazu sagen, dass dieses Projekt ein Luxusgeschenk ist. Auf jeden Fall. Da wir hier aufgrund der finanziellen Mittel, der Personalausstattung und der Haushaltslagen kaum in der Lage sind, das finanziell in dem Ausmaß regelmäßig zu stemmen. Also wir hoffen natürlich, dass dieses Bundesförderprojekt Kultur macht stark auch im nächsten Jahr fortgeführt wird. Die Richtlinie wird nach 5 Jahren jetzt nochmal überarbeitet und gegebenenfalls verabschiedet oder nicht, also steht auf der Kippe. Und sofern es wieder angeboten wird, würden wir natürlich diese finanziellen Mittel gern wieder beantragen, um auch in Zukunft gleichwertige und vor allem, was hier in dem Fall einfach zutrifft, qualitativ hochwertige Projekte anzubieten, weil das ist auch nicht selbstverständlich. Also es gibt auch viele Dozenten, die sich auf dem Markt bewegen und leider auch mittelmäßige Arbeit nur ableisten können oder abgeben. Und das ist hier wirklich nicht der Fall. Und das merkt man auch an den jungen Menschen, die begeistert den Input aufnehmen und sich einfach mitreißen lassen. Und genau so muss das sein. Ja, also ich persönlich bin sehr aufgeregt, weil ich halt Angst habe, dass man Blackout bekommt, was ja bei manchen so der Fall sein könnte, besonders auch bei mir. Aber ich denke mal, wenn wir das jetzt mal noch mal ein paar Mal proben, dann schaffen wir das schon. Kann man in 5 Tagen erreichen. 5 Tagen kann man neue Freundschaften knüpfen, neue Talente an sich entdecken, eine Show auf die Beine stellen.
In 5 Tagen kann man seine Dozenten stolz machen, seine Eltern und vor allem sich selbst. In 5 Tagen hat man 5-mal mehr die Chance, etwas Neues auszuprobieren. Überleg doch mal, was du mit deinen Nächsten anfängst.